kurz nach dem Abpfiff hier aus dem Jahnstadion. Wir waren gerade noch im Turmfunk, der Lukas und ich, jetzt beim 1889 FM Aftermatch Talk. Wer mich kennt, weiß, dass ich echt nicht gut gelaunt bin gerade. Deswegen wieder ganz, ganz großen Respekt an die Hans-Jakob-Tribüne, die wirklich so gut wie durchsupportet hat. Ganz kurz haben sie auch mal das 2-0 verkraften müssen, da war es mal ruhig. Aber sonst haben die immer Vollgas gegeben und ich habe vorhin abmoderiert und habe gesagt, wenn die Mannschaft so eine Courage gezeigt hätte, wie die Hans-Jakob heute, hätte man das nicht verloren. Und ja, brösel mal vielleicht das Spiel von Anfang an auf, weil die erste Halbzeit war gar nicht so schlecht, mal wieder. Genau, du hast vollkommen recht, dem, was du gesagt hast. Es ging eigentlich sehr, sehr positiv los, gleich in der zweiten Minute. Da haben wir da die Chance von Kota notiert, der sich da auf der linken Seite wunderbar durchsetzt und dann sehr überraschend ins tiefe kurze Eck abzog und abschloss. Eine Riesenchance, also Johannes Schenk, der Torhüter da von Preußen Münster, da wirklich mit einem Wahnsinnsreflex nochmal unten, sonst steht es da nämlich schon nach 2 Minuten 1-0. Und da haben wir uns eigentlich echt gedacht, Mensch du, also das geht ja hier flott los und richtig gute Chance von Kota. 4 Minuten später dann die erste Torannäherung auch auf Seiten der Gäste. 6. Minute, wie gesagt, gab hier einen schönen Seitenwechsel, eine Seitenverlagerung. Und dann wurde der Ball da ans Außennetz gedroschen, war auch nicht wirklich eine Chance, muss man ehrlicherweise sagen, weil am kurzen Pfosten auch Felix Gebhardt da gewesen wäre. Also in den ersten 10 Minuten hatten wir da wirklich einen munteren Beginn und wie du schon gesagt hast, die Regensburger da auch wirklich mit, auch über die erste Halbzeit gesehen, mit den klar den besseren Chancen. Ja, also das ist halt wieder so bitter, ja. Also wir haben uns schon Chancen erarbeitet, treffen aber dann natürlich nicht. Dann ein unfassbar dummer Fehler wieder im Spielaufbau. Ich habe es nur aus dem Augenwinkel gesehen, weil ich eigentlich dachte, dass wir jetzt in die Chance reingehen. Aber dann verdödeln wir irgendwie den Ball im Aufbauspiel. Ich glaube, ein Münsteraner bekommt ihn von einem von uns auf den Rücken gespielt. Und dann können die in 3-2 Überzahl auf uns gehen. Breunig schafft es noch irgendwie, den Ball zu verteidigen ins Aus, würde ich jetzt behaupten. Dann hat der Videobeweis eingegriffen. Ich habe die Bilder, die ich gesehen habe, ich würde sagen, der war aus. Also man kann es halt vielleicht nicht 1000%ig erkennen. Deswegen hat der VAR gesagt, ich bleibe bei meiner Entscheidung, weil ich keine 100%igen Beweise habe. Aber das ist genau die Sache, die ich immer sage. Und es tut mir leid, wer meine Podcasts hört, der wird es nicht mehr hören können. Ich kann nicht hier 2 Kartoffelkameras hinstellen und dann VAR machen. Ja, also da brauchst du mehr Kameras, da muss eine Hintertorkamera geben. Die Auflösung vom VAR war der absolute Rotz. Und wie gesagt, aus meinem Winkel war der deutlich draußen, also deutlich. Unglücklich, ja, also ich meine, aus Regensburg hat man selten mal einen Schiedsrichter, der immer auf unserer Seite ist. Dass jetzt halt wieder so eine unglückliche VAR-Entscheidung ist, bitter. Wir hätten dann noch die Chance, das 1-1 zu machen. Supergeiles Solo da von Ochojski. Nee, doch Ochojski, glaube ich, war's. Ja. Und dann ist es wieder dieses, ich weiß es nicht, ja. Wir sind zu dumm für dieses Fußballspiel, ja. Ich verstehe nicht, Kühlwetter war's. Ich habe in der Live-Übertragung immer Kota beschuldigt, aber ich habe jetzt erfahren, Kühlwetter war's. Er steht halt da einfach dumm auf der Linie rum. Was ist seine Intention, auf der Linie zu stehen? Du bist in 99,998% der Fälle im Abseits. Darfst du als Stürmer einfach nicht. Und warum solltest du auch auf der Linie stehen? Selbst wenn Ochojski nicht schießt, braucht er ja jemanden zum Anspielen. Was will ich dann als Stürmer auf der Linie stehen? Also solche Sachen gehen mir schon seit Wochen hier auf den Sack. Und diese grundlegenden Sachen, der Typ ist, weiß ich nicht, 28, hat 300 Spiele in seiner Karriere und steht dann auf der Linie. Das verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Diese Basics fehlen dann einfach. Vielleicht gehen wir es nochmal ein bisschen chronologisch durch, weil wir tatsächlich nur ein paar Chancen, die wollen wir ja nicht unterschlagen, noch hatten. Also vor dem Tor in der 29. Minute, vor dem 1-0 der Gäste, in der 17. Minute gab es einen Kopfball von Ernst, der wirklich auch sehr gefährlich war. Wir erinnern uns da auf die rechte Seite raus. Kühlwetter, der eben von dir angesprochene Kühlwetter, setzt sich durch. Kratzer den Ball dann noch von der Linie. Pröger bringt den Ball mit dem Chipball nach innen. Und Ernst steht dann da eigentlich, ja, klar unter Gegnereinwirkung, aber doch ja 6-7 Meter vor dem Tor und setzt dann den Ball doch relativ deutlich über den Querbalken. Und ein paar Sekunden später, wirklich nur Sekunden später, ich glaube, es war sogar derselbe Abstoß dann von Johannes Schenk vom Gästekeeper, fangen die sich da selber fast noch ein Eigentor nach einem verunglückten Rückpass.
Also vielleicht mit ganz, ganz, ganz viel Glück. Ja, aber der hat natürlich auch heute eine unfassbar gute Leistung gemacht, der Johannes Scheck. Also das stimmt, das stimmt. Der hat ein unfassbar souveränes Spiel gemacht. Ja. Und dann gibt's natürlich, ich glaube, ich habe mir jetzt die Minute nicht notiert, aber es war noch meines Erachtens vor dem 1:0, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die Verletzung von Oskar Schönfelder, die doch da irgendwie so, ja, so einen Bruch darstellte einfach im Spiel, habe ich auch das Gefühl. Mannschaft war dann erstmal schockiert, ja. Ja, ja, das stimmt. Das auf alle Fälle. Wir haben uns dann in der 26. Minute noch eine Kota-Chance, eben die von dir angesprochene Kota-Chance, notiert nach dem überragenden oder starken Kühlwetter-Sodo. Und wie gesagt, dann eben 3 Minuten später, und dann steigen wir da chronologisch wieder ein, eben dann dieses 1:0, ja, das dann eigentlich irgendwie fällt in der Vorwärtsbewegung, wo wir uns denken, ja, da brauchen wir eigentlich nicht am Ball verlieren. Es gibt dann in der 40. Minute, es ist, sorry, dass das jetzt so ein bisschen abgearbeitet wird, aber ja, wir haben da noch einen Schuss von Geipel notiert, was vom Schiedsrichter, du wirst es in der Gesamtbetrachtung wahrscheinlich anders sehen. Da hat er es zumindest mal gut gemacht, er hat einen Vorteil laufen lassen zuvor, also wenn er da den Vorteil nicht laufen lässt, dann wären wir um diese gute Chance und diesen Schuss von Geipel gebracht worden. Ja, und letztendlich gab es dann aber eine wilde 8-minütige Nachspielzeit aus Freistoß hier. Wir erinnern uns an der rechten Seite, den den Gebhardt da noch aus dem Winkel, aus dem Giebel kratzt. Dann will er das Spiel schnell machen, lässt der Schiedsrichter ihn nicht. Dann gibt es noch eine gelbe Karte, dann geht allgemein die Stimmung hoch. Dann gibt es noch 2-mal einen Foul, einmal gegen Fiete und einmal gegen Hein, wo es eben keine gelbe Karte gibt. Dann hat Ballas mit dem Halbzeitpfiff eigentlich das taktische Foul gezogen, da wo es dann keine gelbe Karte mehr gegeben hat, weil es eben den Halbzeitpfiff gab. Also es war eine wilde Nachspielzeit in der ersten Hälfte, und dann ist auch diese erste Hälfte eben rum. Und dann sind wir eigentlich kann man sagen, glücklich oder noch zufrieden mit einem 0:1 in die Pause gegangen? Wie würdest du es betiteln? Ich bin absolut nicht zufrieden gewesen. Wir hätten zwingend das 1:1 irgendwie machen müssen, um ja, in der zweiten Halbzeit noch was mitzunehmen, weil wir wissen ja alle, dass die zweite Halbzeit nicht unsere beste Halbzeit ist. Und du hattest wieder die Chancen, es ist wie gegen Fürth gewesen, du hattest die Chancen, da mindestens mit einem Unentschieden in die Halbzeit zu gehen. Natürlich ist unglücklich, wie das Gegentor gefallen ist, dass der Schiedsrichter mal 10, 15 Minuten einen Spinneten hatte, der nicht für Pro auf unserer Seite war. Alles geschenkt, das hätte man vielleicht sagen können, ja, der Schiri hat uns das Spiel verloren, wenn wir da mit 1:0 verlieren und in der zweiten Halbzeit alles gegeben haben, aber wir kommen aus dieser zweiten Halbzeit raus unterirdisch. Unterirdisch. Also wir haben vielleicht noch 5, 6, 7 Minuten mitgehalten und danach einfach unterirdisch. So darfst du dich daheim nicht präsentieren, so darfst du dich nicht gegen Münster präsentieren. Das ist schon gegen Hamburg so gewesen, gegen Fürth so gewesen, die da in der Halbzeit, das unerklärlich ist, dass wir in der zweiten Halbzeit rauskommen und verlernt haben, wie dieses Spiel funktioniert. Dann haben wir uns, ja, keine Ahnung, hast du eine Chance von uns? Eine Chance gab es, glaube ich, diesen Schuss von Kota, der dann abgeblockt wurde, Fiete, natürlich. Genau, Fiete, ja. Also Geipel hat sich da gut durchgesetzt in der 49. Minute, legt dann den Ball schön zurück und Fiete wirklich mit einem satten Schuss, aber wie es heute eigentlich immer war im Laufe des Tages, war dann immer wieder ein Bein dazwischen und dann fiel auch ja eigentlich fast wie aus dem Nichts das 2:0 Tor durch Makridis. Wir haben es gerade schon angesprochen. Das passt dann natürlich auch noch zu so einem Tag, dass ein ehemaliger Jahn-Spieler dann auch noch das Gegentor schießt. Wir hatten dann noch eine Chance in der 68. Minute, in Chipball von Ballas eben auf Hein, der da im Rücken der Abwehr gelaufen ist und dann den Ball aber auch vor dem herausstürmenden Johannes Schenk leider neben das Tor gesetzt hat. Und sonst muss ich ehrlicherweise sagen, haben wir in der zweiten Halbzeit, aber auch auf Münsterseite, bis auf das Tor in der 71. Minute nichts notiert. Es war chancenarm, es war, ja, klingt jetzt blöd, aber fast langweilig. Wir hatten in der 74. Minute, kannst du dich nur erinnern, Robert, ich zeig dir mal auf das Tor, diese eine Monsterparade von Felix Gebhardt, wo dieser Ball hereinkommt, dieser Chipball, und dann stehen 3 Münsteraner völlig frei vor Gebhardt und der kratzt den Ball irgendwie noch von der Linie. Da hätte es auch gut und gerne 4:0 stehen müssen. Das war aber auch so bezeichnend. Ja, da hat keiner mehr seinen Mann gedeckt. Da hatte keiner mehr Lust. Da wollte jeder nur noch sich irgendwie in den Feierabend retten. Und Felix Gebhardt war der Einzige, der noch irgendwie Spannung hatte. Also der Kerl tut mir wirklich mittlerweile leid, weil er da so oft alleingelassen wird. Vor allem halt, wir haben es im Podcast angesprochen, der Matze hat es sehr oft gesagt,
Du darfst, nach, auch wenn du 2-0 hinten liegst, darfst du nicht so zu auseinanderbrechen. Das war schon gegen Fürth so, das war jetzt gegen Hamburg so, das war heute gegen Münster so. Das ist nicht unsere Jahn-Mentalität. Ja, das ist nicht unsere Jahn-Mentalität. Unsere Jahn-Mentalität hat uns ausgezeichnet, dass wir alles bis in die letzte Minute gegeben haben, in der Hoffnung, dass wir noch irgendwie 2 dreckige Tore schießen oder das 3-3 machen, keine Ahnung. Aber die, das sind nicht mal die, bis auf Udo Takpa, den muss ich ausnehmen, aber sonst keiner der neu eingewechselten, bei Wurm kann man es vielleicht nicht erwarten, hat da noch irgendeinen Impuls gebracht, ja, oder auch jemand, ich weiß nicht, Brian Hein hat für mich eindeutig das 2-0 zu 90% verschuldet, weil er einfach nicht auf seinem Platz war. Aber dann versuche ich das doch wieder gut zu machen. Aber nee, dann dieses Rumgetrabe und Hingeschiebe. Wenn ich schieße, dann weiß ich sowieso, also ich meine, einmal hat Krota versucht zu schießen, dann hast du aus 400 Meter 3 Sekunden vorher schon an seiner Körperbewegung gesehen, dass er jetzt schießt. Das muss besser kommen. Ich bin echt ratlos, aber ich, wie ihr hört, es ist vorbei, das schön zu reden, ja. Und Enox, Bayer Lorza und die anderen Co-Trainer waren alle lange jetzt im Mittelkreis gestanden, haben sich teilweise auch hitzig diskutiert. Und ja, viele Argumente gibt's nicht mehr für ihn, sorry. 6. Spieltag, ein Tor aus dem Spiel geschossen. Ich wüsste nicht, ich sehe nicht, wo die Ansätze sein sollten, dass wir jemals wieder ein Tor schießen. Und da hätte ich ja ganz wenige Probleme mit, wenn wir wenigstens hinten sicher stehen würden, ja. Also wenn du aus einer sicheren Defensive Nadelstiche setzt. Aber kein Mannschaftsteil funktioniert gerade. Und da du dir keine neuen Mannschaft kaufen kannst, musst du jetzt wahrscheinlich echt mal über den Trainer sprechen. Bin gespannt, was die Woche passiert. Aber mehr möchte ich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr sagen. Wir sind auch schon ordentlich, haben schon ordentlich analysiert. Du darfst noch was Positives sagen, wenn ich schon die ganze Zeit alles Negative rauskotze. Also das Positive ist eigentlich das, was mit dem du gestartet hast und mit dem wir sehr gerne auch enden wollen, jetzt für diesen Podcast sozusagen. Das ist die Hans-Jakob-Tribüne. Du hast es gerade eben vorhin, auch in der Übertragung haben wir es schon öfter angesprochen, auch jetzt eben zur Einleitung bei diesem Podcast. Also was die Hans-Jakob-Tribüne da abgerissen hat, Chapeau, Hut ab, wirklich 90 Minuten supported, auch schon als das 2-0, als das 3-0 fiel. Immer weitergemacht, auch jetzt hat nach dem Spiel positiv motiviert, zumindest habe ich so auch durch die Kopfhörer so wahrgenommen und so gehört. Ja, es gab vereinzelte Pfiffe, aber habe ich jetzt gar nicht so von der Hans-Jakob-Tribüne wahrgenommen, sondern eher hier von der Westtribüne. Kann man auch natürlich verstehen. Aber wie gesagt, wenn wir was Positives jetzt halt auf jeden Fall behalten wollen, dann ist es diese Hans-Jakob-Tribüne und diese Jahn-Fans nochmal Chapeau, Hut ab und danke für diesen tollen Support. Dann macht's die Hütte gegen Kaiserslautern. Nächsten Samstag, nächstes Heimspiel. Voll, wenn nicht, Turmfunk einschalten. Vielleicht sieht dann die Welt wieder ein bisschen besser aus, hoffen wir. Langes Brot nach vorne, Feed ist im 16er, wird abgeköpft, aber der zweite Ball landet bei Kroto, da ein bisschen Platz im 16er, pflückt ihn sich runter, legt nach rechts, schießt und verdammt, Kranzparade. Ich hätte gedacht, den haut er sich noch selber rein, aber Johannes Schenk blitzschnell unten, starkes Ding da von Feed war es, nee, von Kroto war es natürlich. Ah, nee, da passt was nicht. Der klangt sich ans Knie und sagt sofort nein und der weiß, was los ist. Da ist was kaputt gegangen, ja. Scheiße. Also das Foul hätte man auch pfeifen können, aber... Ich hab mich noch gewundert, weil er seinen Gegenspieler anschaut und ihn mit einem ganz schlimmen Gesicht anschaut und nur noch sagt nein und ich dachte mir erst, hey, warum? Was ist mit dem Einwurf? Und der weiß sofort, was los ist. Und das schaut überhaupt nicht gut aus, um Gottes Willen. Sehr schön den Ball erobert. Ist aber da auf weiter Flur alleine. Muss jetzt gegen 2 Leute gewinnen. Schafft er auch irgendwie. Legt den Ball auf die rechte Seite. Hat er stark gemacht. Doppelpass auf Kota. Der steht allein vom Tor. Oh, und so ein schlechter Abschluss. Aber er kam dann auch in Rückenlage. Und kein Problem für Hannes Schenk. Aber das Zuspiel davor. Einsame Klasse. Und das Stadion ist jetzt da. Ah, schlechte Verteidigung. Das gibt's nicht. Konnte in Überzahl in den... Ja. Es ist einfach Wahnsinn. Wir verlieren den Ball im Spielaufbau. Ich weiß gar nicht, wer es war. Und dann können sie 3 gegen 2 in Überzahl anlaufen. Bräunig hat es fast noch verteidigt gehabt, aber er kann den Ball noch in die Mitte legen.
und da ist dann jemand und muss ihn nur noch einschieben. Es ist einfach, wir fangen uns die Tore zu einfach, im eigenen Spielaufbau den Ball so zu verlieren. Das ist einfach, es darf einfach nicht passieren. Und es ist der passiert jede Woche. Und es ist der eingewechselte Joel Grodowski. Jetzt der Ball wieder im 16er. Aufpassen, reingetreten. Oh, Felix Gebhardt, Riesenparade. Riesenparade, das muss eigentlich das 2:0 sein. Ja, irre. Liegt ein Münsteraner Spieler, es geht aber weiter. Vorsicht über die rechte Seite, 3:2, da müssen wir aufpassen. Sind schon im 16er, legt ihn quer, Vorsicht, und da ist er drin. Ja, Brian Hein war da wieder viel zu weit weg von seinem Gegenspieler. Konnte ihn nicht mehr einholen. Innenverteidigung hat es auch nicht geschafft, die Mitte zuzustellen. Und dann viel einfacher kann man ein Tor nicht machen. Und so steht es 2:0. Da nochmal Bräunig, den Ball darf er nicht verlieren. Oh, Brian Hein, den darf er auch nicht verlieren. Vorsicht jetzt, Kota probiert es mal aus der zweiten Reihe. Ball wird geblockt. Nochmal Kota, vielleicht nochmal zurückspielend. Wieder Ballas. Wie beim Handball jetzt, die Regensburger schnüren da die Gäste ein, aber es ist zu wenig Bewegung drin. Jetzt vielleicht Feed mit dem Chipball auf Hein, der ist schön gemacht. Und da wird er gefoult, aber der Ball geht auch daneben. Also es wäre kein Tor an und für sich gewesen. Schöner Chipball, Hein da im Rücken der Abwehr, läuft sich da frei. Und dann gab es einen kleinen Zusammenstoß mit Torwart Johannes Schenk, der jetzt da auch erstmal liegen bleibt. Das Spiel flacht jetzt so ein bisschen ab. Man hat so das Gefühl, die Regensburger können nicht und die Münsteraner wollen nicht mehr so richtig. Jetzt hat wieder über die rechte Seite, da ist wieder Münster. Oh, Vorsicht schon im Strafraum, Vorsicht, Ball kommt da rein, 3:0. Und da sage ich es noch. Und dann kommt es wieder von der rechten Seite, der Ball rein. Und dann ist nur noch, ich weiß es gar nicht, ich glaube die Nummer 31 war es. Friedjonsson, der da den Ball, der den Fuß hinhalten muss, und dann steht es 3:0. Ja, wir haben im Vorfeld gesagt, dieses Spiel darfst du nicht verlieren. Im schlimmsten Falle unentschieden. Und jetzt steht es hier 0:3, nachdem wir nach den letzten beiden Ligaspielen schon ordentliche Packungen bekommen haben. Jetzt hat Eckball, kommt er rein, Kopfball auf den zweiten Pfosten, aber der zweite Kopfball dann leider nicht bei den Regensburgern. Jetzt können die Münsteraner auch erstmal sich da befreien. Ja, Ball nochmal zurück, da ist Kühlwetter, ja, rettet da sehr schön. Ja, Ball ist noch da, wunderbar, toller Einsatz von Kühlwetter. Jetzt kann er aus, schickt ihn zurück, ah, und dann kommt der Ball nicht an, aber Kota ist da. Er erobert den Ball im 16er, probiert es nochmal Kota, und dann ist ein Befreiungsschlag auf Münsteraner Seite dazwischen. Und jetzt hat, oh, Vorsicht, der Ball kommt hoch und weit, Gebhardt ist weit vor seinem Kasten, der Ball wäre aber auch nicht ins Tor gegangen, sondern gut 1-2 Meter daneben. Aber musste er schon nochmal erlaufen, Felix Gebhardt, vor dem Befreiungsschlag, der dann doch gefährlicher wurde als vielleicht ursprünglich gedacht auf Münsteraner Seite, Robert.